MENA Watch, der Talk. Einen schönen Tag, meine Damen und Herren. Meine Gesprächspartnerin ist Frau Dr. Elsbeth Wallnhofer, Kulturanthropologin und Volkskundlerin, von der in den letzten Jahren zwei hochinteressante Bücher erschienen sind. Sie heißen Heimat, ein Vorschlag zur Güte und Tracht, Macht, Politik. Darüber wollen wir reden. Und ich möchte anfangen mit Tracht, Macht, Politik. Da gibt es eine Schlüsselfigur, die sowohl für Tracht als auch für Macht als auch für Politik zuständig ist und deren erstaunliche Wirkung bis heute reicht, obwohl sie schon vor Jahrzehnten gestorben ist. Sie heißt Gertrud Pesendorfer. Und ich ersuche Sie, Frau Wallnhofer, über die Frau Pesendorfer zu berichten. Die Frau Pesendorfer war eine Sekretärin mit einem Hang zur, Leidenschaft zum Beitracht und Dirndl. Und diese Sekretärin aus Innsbruck, deren Mann war ein illegaler Nazi und das war eine Gesinnungsehe und vermutlich auch eine Liebesehe. Und die haben dann sich immer dieses Themas angenommen und 1938, nachdem nach der Abstimmung in Österreich der Anschluss erfolgt ist, hat die Frau Pesendorfer von der großen Kulturpolitik Nazi-Deutschlands den Auftrag bekommen, sich programmatisch, politisch um eine Neuerfindung des Dirndls und der Tracht zu kümmern. Sie war also Trachtenbeauftragte für das deutsche Trachtenwesen. Sie sagten Neuerfindung. Was heißt das? Neuerfindung heißt, dass sie betonte, sie wird die Tracht, die man bis dahin vor allem getragen hatte, wo es keine Moden, wo die Mode noch nicht Einzug hielt und noch keine Baumwollstoffe zu haben waren, da hat sie gesagt, das ist schweres altes Zeug, beeinflusst im Stil vom Katholizismus, der ja mitbestimmt hat, dass man nicht ohne mit Dekolleté und Haut zeigte bei der Kleidung. Sie ist dafür, dass wir es vom Katholizismus, von diesem katholischen Diktat befreien und neu entwerfen. Und dann hat sie so etwas wie eine leichte, gezähmte Erotik in das Kleidungsstück reingebracht, ähnlich jenen Entwürfen, die bereits die modischen jüdischen Unternehmer in der Zwischenkriegszeit und um die Jahrhundertwende begonnen haben zu entwerfen. Das heißt, das sozusagen katholische Dirndl war keuscher. Das hat jetzt in der Form aufgehört. Und das Interessante, wenn ich es verstanden habe, ist, dass sie Trachtenregionen geschaffen hat. Das heißt, in einer gewissen Weise, so habe ich es ihrem Buch Tracht, Macht, Politik entnommen, was ein originales Ausseerdirndl ist, und was eins aus dem Zillertal ist und wie das korrekterweise auszusehen hat, das weiß man eigentlich erst, oder das korrekter gesagt festgelegt, hat das die Frau Pesendorfer in der Nazizeit. Genau, die Frau Pesendorfer hat angefangen, Regionen zu schaffen, auch dort, wo es keine Trachten und Dirndln vorher gab, hat die neu entwerfen lassen. Und dann hat sie gesagt, das ist ein Finchker, das ist ein Pustertaler, das ist ein Oberösterreicher, das ist ein Niederösterreicher. So weit nach Osten hat sie nicht gegriffen. Das haben dann ihre Schüler gemacht. Übrigens Männer aus Oberösterreich und Kärnten. Die waren alle bei ihr im SS-Ahnenerbe Heinrich Himmlers beschäftigt. Und die haben nach 1945 dann diese Tradition der Neuerfindung von Trachten, quasi die Modernisierung von Tracht und Dirndl, weitergeführt. Das heißt, wir haben in ganz Österreich, mit Ausnahme an den Rändern von Vorarlberg, Entwürfe, die alle auf diese Ideologie und Programmatik der Frau Pesendorfer zurückgehen. Das heißt, das, was wir heute als Dirndl betrachten, im Heimatwerk in Oberösterreich oder wo immer, und was sich darauf beruft, dass das eine uralte Tradition ist, das ist in Wirklichkeit Schwindel,
Das sondern ist Schwindel. Das geht auf die Frau Besendorfer und die Nazizeit zurück. Genau, oder deren Schüler. Für Oberösterreich und Kärnten gelten vor allem deren Schüler, auch für Niederösterreich. Und das sind auch die Erfinder der sogenannten österreichischen Landesanzüge. Das kommt auch von diesen Leuten. Das ist eine politische Programmatik, die immer Tracht und Dirndl gegen die Mode in Stellung brachte. Also da bedient man einen Topos, den man ganz gern antisemitisch begründen kann. Da bedient man den Topos, das Moderne der Juden gegen das traditionelle, statische, kulturverbundene, trachtige, dirndlsche der Österreicher. Obwohl die jüdischen Österreicher, die das auch erfunden haben, österreichische Patrioten waren genauso Österreicher wie jeder andere. Gut, jetzt kommen wir zum entscheidenden Punkt. Im Juni 1938 hat der Polizeidirektor von Salzburg festgelegt, dass das Tragen von Landestrachten für Nicht-Arier verboten ist. Wenige Tage später wurde das dann auf den Gau Salzburg ausgedehnt und dann insgesamt auf die damalige Ostmark. Sie sprechen in Ihrem Buch in dem Zusammenhang von einem Sommer des Hasses über 1938 und damit sind das Dirndl und der Trachtenanzug zu einer Nazikleidung geworden. Und das ist ein Stigma, das bewirkt, dass die Diskussion darüber bis heute läuft. Genau, und das leider Traurige daran ist, dass die Ideen und die Geisteshaltung, die sich damals ausgebildet hat, dass wir diese heute wiederfinden. Wenn André Poppenburg in Thüringen einen Trachtenjanker anzieht und aufsteht und wenn er sich mit den FPÖlern trifft, auch einen Trachtenjanker anzieht und aufsteht und gegen Türken und gegen alle Leute, die nicht so biodeutsch sind, wie sie glauben, dass sie sein müssen, anfängt über die herzuziehen, dann ist diese Geisteshaltung quasi das, was die gern im Leitkulturkatalog Leitkultur nennen und Tradition nennen, ist da drinnen enthalten. Haben Sie ein Kapitel im Buch, das heißt, wem gehört die Tracht? Und ich würde dazu jetzt eine Theorie aufstellen, Sie sagen mir, was Sie davon halten. Beim Dirndl meine ich, dass es ja davor gegeben hat und nicht Nazi gewesen ist und dass davor in der Version dieser Münchner Dirndl-Fabrikanten, die jüdisch waren, Wallach, ja, ungefähr so ausgeschaut hat, wie es auch heute ausschaut, auch in der Besendorfer Tradition. Das Dirndl würde ich sagen, können, wenn sie es wollen, alle Frauen tragen, meine ich. Ich muss dazu sagen, wir müssen nämlich wissen, dass das Dirndl in den 20er Jahren bei den Salzburger Festspielen ein Kleidungsstück war mit des modischen Schicks. Das war das passende Kleidungsstück beim Besuch der Festspiele, wo die mondäne Welt von außen und die Kosmopoliten, die es hier noch gab oder die es gerade wieder gab, dieses Kleidungsstück anzogen, weil sie beim Weltentheater in Salzburg einen auf Landschick machten. Also es war bereits einmal Spiel, gesellschaftliches Spiel für einen bestimmten Anlass, nämlich im Sommer sich zu verlustieren. Das haben die Nationalsozialisten ja dann abgeschafft. Jetzt hat es ja auch wieder ein wenig diesen Drive bekommen. Jetzt ist es auch wieder ein Kleidungsstück, das man anlassbezogen anzieht, wenn man auf die Wiener Wiesen geht oder nach Aussee fährt oder ins Zillertal oder wo immer. Also haben wir diesen modischen, stylischen Schick des Dirndls, der auch mal sexy ist, wo man den Dekolleté hat, wo die jungen Mädels die Nägel umgestrichen haben. Das war ja von den, und ist immer noch von den strengen Trachtlern nicht so gern gesehen. Aber weil Sie gerade von den Salzburger Festspielen gesprochen haben, gehen wir ein bisschen zurück, Geschichte der Zweiten Republik. Mein Eindruck oder meine Erfahrung damals als Kind ist, dass, was die Dirndl-Mode betrifft, der Nationalsozialismus in Österreich genauso verdrängt worden ist nach dem Krieg wie alles andere, weil wir waren ja bekanntlich ein Opfer, eigenes Thema.
Und ich kann mich erinnern, bei den Salzburger Festspielen, da war ich als Student Anfang der 60er Jahre, ein paar Sommer in Salzburg. Und die Sängerinnen, die Schauspielerinnen auf der Terrasse des Café Bazar, die waren alle im Dirndl. Mhm. Und es war auch kein Problem. Es ist uns allen nicht aufgefallen. Ich würde sagen, in der zweiten Hälfte der 60er Jahre, da ist dann das Problem Bewusstsein erst wirklich in Österreich entstanden. Und das hat dann doch durch Jahrzehnte angehalten. Und allmählich lockert sich das wieder. Ja, das Interessante bei dieser Chronologie der Ereignisse ist, diese Kritik am Kleingeistigen von Tracht und Dirndl, die korrespondiert ja mit der Rebellion nach 45 bzw. nach 68, wo auch die Zeit begann, dass man gesagt hat, die Provinz ist ein hinten gebliebenes Gebilde, mit dem wollen wir nichts zu tun haben. Das heißt, die Gesellschaftskritik schlägt sich in dem Fall auch nieder im Aussehen oder in der Form, wie man Tracht und Dirndl trägt. Und da hat sich dann noch einmal mehr manifestiert die Trachtenpflege, die Dirndlpflege, also die vereinsmäßige Pflege, bei der allerdings auch immer dieser Impetus dabei ist, ein bisschen zu pädagogisieren, politisch zu pädagogisieren und damit auszudrücken, man ist ein Mensch vom Land und ein Bauer und man ist ja bedacht, die Traditionen zu erhalten. Also nach 68 mit der Gesellschaftskritik kriegt es einen Geschmack und dann würde ich sagen, es riecht nach entweder alten Nazis oder wieder Nazis oder nach sehr konservativen katholischen Menschen. Dann spielt es auch eine Rolle bei der Vermarktung von Tourismus, bei der Werbung von Tourismus. Dann braucht man ein Sujet und ein Klischee. Und dann ist das natürlich ein willkommenes Bild, weil es hübsch ist, blau, rot, alle Farben sind drinnen, es strahlt Lebensfreude aus. Und das ist eine neue Welle. Und dann kriegt es mit dem Aufkommen der Spaßgesellschaft und dem Einzug des Wirtschaftsliberalismus einen neuen Schwung. Und dann wird es das, was die Traditionalisten verkommen sagen und sagen, das kann man nicht anziehen. Irgendein wesensfremder Mensch kann das unmöglich anziehen. Dann beginnt wieder im Hintergrund allerdings sehr verdeckt diese Kritik an jenen Menschen, die das als Verkleidungsstück nehmen, anlassbezogen. Mhm. Und dann kommen wieder Trachtler, die sagen, man darf keine Armbanduhr anziehen und man darf das nicht und Nagellack nicht und Lippenstift nicht und kein Bubikopf und so weiter. Das passiert aber eher diskret im Hintergrund und untereinander. Gut, allerdings diese Nebenverbote fallen alle, würde ich sagen, wenn Damen heute Dirndl tragen. Aber ein Kleidungsstück ist schon früher dem Kulturbruch zum Opfer gefallen, nämlich die Lederhose. Die Lederhose, die ich als Bub natürlich getragen habe, kommt zweite Hälfte 50er Jahre, aller spätestens unter die Räder und wird durch die Blue Jean ersetzt, was eigentlich einen logischen Ursprung hat, nämlich weil die USA das nationalsozialistische Deutschland im Krieg besiegt haben und der Kulturbruch der Amerikanisierung, der hat als allererstes die Lederhose erwischt und die ist für die Buben ab zweiter Hälfte 50er Jahre praktisch vorbei. Jetzt meine Frage an Sie, Sie sind in Südtirol aufgewachsen. Ich nehme an, Sie haben als Kind Dirndl getragen. Nein, ich bin in einem sehr großgeistigen Haushalt aufgewachsen. Ich musste das nicht, aber meine Freundinnen mussten das. Die haben auch noch Zöpfe getragen, das war ja quasi die passende Frisur, die programmatisch passende Frisur, die mussten Zöpfe tragen. Das musste ich alles nicht. Deswegen bin ich frei aufgewachsen, ohne diese Kleiderdiktate. Tragen Sie es manchmal? Ich trage es zu bestimmten Anlässen, entweder wenn ich Kunst mache mit meiner geschätzten Frau Ungepflegt, einer Performance-Künstlerin,
Wo das ist dann ein Zitat. Das ist ein Zitat. Oder neulich sind wir, um gegen die reaktionäre Schnitzelverordnung der niederösterreichischen Landesregierung vorzugehen, habe ich die Tracht angezogen, die übrigens noch von der Frau Bessendorfer entworfen wurde. Die Finchker-Tracht, die es nie gab, aber ich bin ja Finchkerin, also habe ich mir die zugelegt, habe sie angezogen und dann sind wir zusammen, die Frau Bundesvorsitzende in der Heimat, das bin ich, und dann die Frau Heimatschmutzministerin, Frau Ungepflegt, sind wir durch Wien gezogen und haben ein Schnitzel in der Hand gehabt. Ein paniertes Schnitzel. Ohne viel zu sagen, wir sind zu unserem Chinesen, da haben wir gesagt, Speisekartenkontrolle, dann sind alle zusammengezückt. Dann sind wir weiter durch die Stadt gezogen und dann haben mich Frauen gefragt, ob sie mich fotografieren dürfen, ob das ein traditional Kostüm sei. Und ich habe gesagt, ja, sie dürfen mich gern fotografieren, mit dem Schnitzel in der Hand. Das, also ich mache das nur, wenn ich das Ganze, dem Ganzen ein bisschen eine Spitze geben will. Aber zurück zu Trocht und Diendl und Südtirol und Land. Ich kann mich noch erinnern, dass es ja nicht gern gesehen war, in Kirchen zu gehen, in den 70er Jahren zum Beispiel. Und da haben die Buben, die Männer, haben dann einen Trick erfunden. Sie haben die Jeans angezogen und einen Sarner, also einen Trachtenjanker, ja, drüber. Das war so der Kompromiss. Daheim waren alle beruhigt, der Pfarrer hat getobt. Aber es, wenn das mehrere machen, kriegt es eine Eigendynamik und dann hilft auch ein Kleiderdiktat nicht mehr. Aber das kenne ich schon noch, dass die Jeans als modernes Stück, das quasi antipatriotisch ist. Und da fand man einen Kompromiss, indem man einen Trachtenjanker dazu anzog. Das heißt, einerseits haben diese jungen Männer dem Anspruch der Heimat Genüge getan und andererseits haben sie aber auch die Amerikanisierung unserer Welt zum Ausdruck gebracht. Nun haben Sie gerade von Ihrer wundervollen Organisation gesprochen, von der ich noch nie was gehört hatte, mit dem Heimatschmutz, oder wie heißt die? Das ist das Bundesministerium für Heimatschmutz und internationale Affären. Gut. Das ist ein Künstlerkollektiv. Ja, damit sind wir beim größeren Thema Heimat, das ja auch durch die Nationalsozialisten bis zur Unbrauchbarkeit beschmutzt worden ist und daher auch der Untertitel Ihres Buchs, Heimat, ein Vorschlag zur Güte. Das heißt, Sie gehen von dem Problemfall aus und wollen aber den Versuch machen, das Wort wieder brauchbar zu machen. Und dieser Versuch läuft ja auch schon lange und bis zu einem gewissen Grad ist es ja auch wieder gelungen. Heimat, ein Vorschlag zur Güte, beruft sich auch darauf, dass ich komme ja aus dem Italienischen. Und im Italienischen, das ist der Unterschied zum Deutschen, da lässt sich die Heimat anders festmachen, nämlich am Individuum. Die deutsche Heimat, wenn wir von deutscher Heimat sprechen, Untracht und Politik und Macht, dann meinen wir immer, es ist ein Thema für ein Kollektiv, für ein Gesinnungskollektiv, für ein rassisches Kollektiv, für ein ethnisches Kollektiv. Dasselbe passiert in Italien eben nicht. Haben aufgrund ihrer langen Geschichte, da gehe ich zurück bis in die Antike, bis zu Ovid, einen Heimatbegriff, der beim Individuum beginnt. Das heißt, in Italien kann man bis heute einen Menschen bestrafen, wenn er sich nicht so benimmt, wie die große Gesinnungsgemeinschaft das möchte, dann bestraft man ihn, indem man ihn ins Exil schickt, weil das ist die größte Strafe, die einem angetan werden kann, weil sie einem das Urpersönlichste nimmt, weil sie einem die Selbstverständlichkeiten nimmt, das Brot, den Wein, die Tränen, die Trauer, die Gräber, man ist nicht mehr da, wo man sonst war und mit diesen Selbstverständlichkeiten vertraut ist. Bei den Deutschen ist die Heimat immer ein ganz aufgeblasenes Kollektiv, aber daher bezieht sich dieses zur Güte, der Vorschlag zur Güte, auch darauf, dass ich meine
dass wir, wenn wir ein Jus soli einführen und nicht mehr dieses Jus sanguinis denken, wenn wir Staatsbürgerschaften vergeben, wenn wir ein Jus soli einführen, werden uns ganz viele Konflikte erspart bleiben. Gut, muss man ganz kurz erklären. Jus soli heißt, wer wo geboren ist, der soll auch die Staatsbürgerschaft kriegen können. Also Kinder von Afghanen, die hier geboren werden, sollen automatisch die österreichische Staatsbürgerschaft kriegen. Das ist das westliche Prinzip. In Frankreich ist es so, in den USA geht das so weit, wenn man in einem amerikanischen Flugzeug geboren wurde durch Zufall, dann ist man damit automatisch amerikanischer Staatsbürger. Jus sanguinis hingegen heißt, es kommt auf die Abstammung, auf das Blut an. Und da kann man, wenn man als Afghane in der dritten Generation in Österreich lebt, möglicherweise noch immer auf die Staatsbürgerschaft warten müssen, weil man nicht das richtige Blut hat. Also genau. darauf läuft es hinaus. Nun, Sie haben vorhin von dieser ideologischen Aufladung des Begriffs Heimat gesprochen, die Sie abbauen wollen, Vorschlag zur Güte. In dem Zusammenhang ist mir eingefallen, im Bundespräsidentschaftswahlkampf 2016 Van der Bellen gegen den FPÖ-Politiker Hofer, wo es tatsächlich spitz auf Knopf gestanden ist, ist Van der Bellen in seinem Wahlkampf dann mit dem Schlagwort Heimat gekommen. Und ich kann mich erinnern, wie das viele seiner Anhänger irritiert hat, manche auch empört hat. Ich war dafür, weil ich gesagt habe, man soll das Wort Heimat nicht der Reaktion überlassen. Und da gebe ich Ihnen recht. Deswegen habe ich auch dieses Buch versucht zu schreiben, um die wenigen, die es lesen, vielleicht auf diese Spur zu bringen. Ich bin auch der Meinung, man soll es nicht der Reaktion überlassen, nicht den reaktionären, konservativen, alten und neuen Rechten. Bei Van der Bellen habe ich mich damals auch in einem Kommentar im Standard dahingehend geäußert, kritisch geäußert, als ich sagte, er kommt erst dann auf die Idee, auf Heimat zurückzugreifen, wenn es eben spitz auf Knopf geht. Da hätte ich mir viel früher ein Bekenntnis zur Heimat gewünscht und einen feinen, legeren, modischen, stylischen Umgang mit diesem Begriff. Gut, ist nicht passiert. Es war für meinen Geschmack tatsächlich der Versuch, noch damit ein paar Stimmen gut zu machen. Aber generell muss ich sagen, ja, wir müssen diesen Heimatbegriff für uns in Anspruch nehmen, mit dem operieren und auch immer wieder erzählen, dass Heimat etwas ist, das im Individuum angesiedelt ist. Jeder Mensch ist per se heimatfähig. Wir tun immer so, als wäre nur die deutsche Heimat etwas Wertvolles. Nein, das ist im Individuum angesiedelt. Das ist bei jedem Menschen. Jeder Mensch auf dieser Welt ist heimatfähig. Gut, gehen wir in die Geschichte zurück. Sie haben Ovid angesprochen mit den Tristien, Exponto. Also er war ans Schwarze Meer verbannt und hat, und das ist eine interessante Theorie, die Sie aufgestellt haben, ich weiß nicht, ob Sie es aufgestellt haben, aber bei Ihnen habe ich es gelesen, nämlich dass vor dem Begriff Heimat der Begriff Heimweh steht. Weil bei Ovid war es ganz eindeutig Heimweh. Und daher, wenn wir jetzt von der Literatur ausgehen, Sie verfolgen diesen Strang ja dann weiter, es gibt eine Geschichte der Heimweh-Literatur. Bei Ovid ist es gleichzeitig literaturtheoretisch eines der ersten Exemplare von Exil-Literatur. Wobei, was auch nicht unlogisch ist, Heimweh und Exil sehr oft zusammenhängen. Ja, weil es geht um die Abwesenheit von Heimat. Mhm. Also ex negativo. Und habe mir das dann angeschaut und bin eben auf diese erste Exilliteratur oder für mich die erste Heimwehliteratur gestoßen. Und auf Karl Jaspers, der vor er ein großer, kluger Philosoph wurde, ein berühmter, war er Mediziner und hatte eine Dissertation mit dem Thema Heimweh und Verbrechen verfasst. Und der hat sich angeschaut, was Heimwehverbrecherinnen, das war das?
Das war 1910. Der hat sich angeschaut, in der Schweiz gab es einen Begriff, der hieß Heimwehverbrecherinnen. Und die als Heimwehverbrecherinnen galten vor allem mehrheitlich, waren das junge Frauen, die zum Arbeiten von daheim weg mussten, Kinder aufpassen, Häuser hüten, in Haushalte, in Fremde. Und die haben aufgrund dieses Heimwehs, dieses existenziellen Schmerzes, von daheim weg zu sein, haben die angefangen, Kinder zu ersäufen und Häuser in Brand zu setzen. Und die Gerichte, die damals darüber zu urteilen hatten, haben gesagt, wir kommen bei der Erörterung des Themas nicht weiter. Wir brauchen jetzt die Psychiatrie, die uns da weiterhilft, um zu einem gerechten Urteil zu kommen. Und dann haben die Mediziner zu Rate gezogen. Und die haben gesehen, dass diese Mädchen aus einem seelischen Schmerz heraus diese Verbrechen begingen. Und dann hat der Richter gesagt, gut, jetzt gibt es ein Gutachten, dann tun wir sie nicht in den Kerzer werfen, in den Kerker, sondern dann kommt sie in die Psychiatrie. Aber es gab wirklich so viele Symptome und auch Verbrechen aufgrund des Mangels von Heimat. Ich würde jetzt um 100 Jahre zurückgehen und meinen, begonnen hat die Ideologisierung des Begriffs in der Romantik. Da wurde dann aus einem Gefühl, dass es ursprünglich war, auch ein Programm, also das Wartburgfest von 1817 hat als Parole gehabt, Ehre, Freiheit, Vaterland. Da wurden auch Bücher verbrannt und da kommt auch schon oder wieder der Antisemitismus ins Spiel. Und die Frage ist, warum ist mit dem Heimatbegriff, warum ist da der Antisemitismus so naheliegend? Warum ist der Antisemitismus so naheliegend? Weil eben Heimat, die deutsche Heimat, jetzt sprechen wir nur von der deutschen Heimat, weil die ein ethnisches, rassisches, gesinnungspolitisches Konstrukt ist. Eine Erfindung. Der Rassismus und die ethnische Tendenz beim Begriff Heimat ist eine Erweckungsidee, die tatsächlich immer für das deutsche ethnische Kollektiv geschaffen wurde. Gut, nach den Napoleonischen Kriegen, dieses berühmte Gedicht von Ernst Moritz Arndt, Was ist des deutschen Vaterland, das unmittelbar zu Ende der Napoleonischen Kriege geschrieben wurde. Dann gibt es die Studentenbewegung. Die bis heute übrigens Moritz Arndt zitiert und bemüht und aufrechterhält diesen Sermon. Der nationale Flügel in der Studentenbewegung den Liberalen besiegt hat, was auch damit zusammenhängt, dass die Reichseinigung erst 1871 militärisch erfolgt ist, genau, mit dem Deutschen Kaiserreich. Und damit kommt alles auf eine schiefe Ebene und am Ende steht dann die Volksgemeinschaft der Nationalsozialisten. Und das alles bedeutet, dass Heimat ein so unglaublich belasteter Begriff geworden ist. Aber ich meine, begonnen hat es in der Romantik, in dem aus einem Gefühl ein ideologisches Programm geworden ist. Ich würde sagen, in der Romantik war es ein Gefühl, das sich dann im Zuge der Ereignisse zu einer politischen Programmatik umschneidern ließ. Nach dem Zweiten Weltkrieg in Österreich, eigentlich auch in Deutschland, war Heimat zunächst kein Problem. Wir denken etwa an diesen unglaublichen Erfolg der österreichischen und deutschen Heimatfilme. Und ich habe eine Vermutung, nämlich dieser Sprung in eine neue österreichische Literatur rund um 1970, wo es die finsteren Heimatromane gibt von Innerhofer und Wolfgruber. Und parallel dazu kommt Peter Turini, Elfriede Jelinek, Gerhard Roth, Michael Scharang, Wolfgang Bauer und. Die alle aus der Provinz kommen übrigens, aus der sogenannten, nicht aus Wien. Und die haben, wenn wir etwa die Liebhaberin
die Liebhaberinnen von der Jelinek nehmen, ein, meine ich, ein nebenbei auch finsterer Heimatroman. Und ich glaube, dadurch, dass in der Literatur rund um 1970, dann gibt es den geometrischen Heimatroman von Gerd Jonke, ja, der einen völlig anderen sprachlichen Zugang hat. Indem die Heimat durch die Literatur einem solchen Säurebad unterzogen worden ist, rund um 1970 und danach, ja, das hat dem Wort und seiner Verwendung letztlich gut getan, meine ich. Obwohl man es damals als antipatriotisch betrachtet genau. hat. Genau. Die liefen ja nicht unter dem Genre Heimatroman. Die liefen ja unter Nestbeschmutzer und unpatriotisch sind sie und was den bestimmten Menschen da noch alles einfällt. Also, damals waren das keine Heimatromane, wobei ich ja den Standpunkt vertrete, wenn man, egal wo auf der Welt, etwas über die Heimat der Menschen, die dort leben, erfahren will, muss man zur Literatur greifen. Denn die Literatur zeigt uns, wie anthropologisch diese Heimat ist, dass sie beim Menschen angesiedelt ist, dass das Individuum kämpft mit sich und der Heimat oder der Abwesenheit von Heimat. Denn wie Sie vorhin gesagt haben, das waren alles Autoren, die kamen alle vom Land. Und das war sozusagen der Kampf der alten Heimat, der abgelegten, den man noch zu erledigen hatte und auch der Versuch vielleicht damit zurechtzukommen, sich in der neuen Heimat einzurichten. Sie haben gesagt, die kamen alle vom Land. Die Frage ist, ist Heimat eher Dorf als Stadt in unseren Köpfen. In Wirklichkeit ist natürlich Heimatstadt genauso wie Land. Aber ist es eher Dorf als Stadt? Ich komme damit auch auf die Fernsehserie Heimat aus dem Jahr 1900, Mitte der 80er Jahre. Das war damals, ich kann mich erinnern, ich fand das unglaublich kühn, dass man für eine Serie den Begriff Heimat nimmt, weil der noch immer hochproblematisch war. In Wirklichkeit war das sehr klug kalkuliert. Das war ja auch der große Erfolg dieser Fernsehserie, weil die Menschen Heimat, das Wort, wieder zurückhaben wollten. Und jetzt war es im Fernsehen in einer großen Serie. Aber da ist schon entscheidend, das ist ein Dorf. Das ist ein Topos, das ist ein Stereotyp, von dem ich bitte kurz zu probieren, Abstand zu nehmen. Das ist eine Ideologie, die in der Kraft, wie sie uns hier begegnet, von den Nationalsozialisten in Stellung gebracht wurde. Heimat galt etwas, das nur die Menschen haben mit bäuerlichem Fundament. Das gilt für die Tracht und das Dirndl genauso. Man sagt, nur Menschen vom Land haben quasi das Recht, das anzuziehen und nur Menschen vom Land sind heimatfähig. Man hat dem Proletariat, das man ursprünglich eben nicht so edel taxonomiert hat man keine Heimat zugesprochen. Heim und das Proletariat befand sich nicht vor allem nicht in den Dörfern, sondern das war im 19. Jahrhundert noch und im 20. auch noch, war das in den Städten. Und den Menschen in den Städten hat man weder Heimat noch Tracht und Dirndl zugemutet und zugetraut. Deswegen hat man immer dem Topos, mit dem die Nationalsozialisten Politik gemacht haben, das bäuerliche Leben und das Landleben sind das edle Leben, dem hat man da mit Ausdruck verliehen. Wir tun diesen Topos immer, wir haben den immer noch in den Köpfen. Ja. Dazu muss man wissen, wer Heimat auf dem Land hat, der unterliegt einem ganz großen sozialen distinktiven Apparat. Da kann man nicht tun, wie man will. In der Stadt ist man schon frei auch. Braucht Heimat einen Ort? Zunächst einmal ist Heimat ein Gefühl und hängt zusammen mit Erinnerungen, mit Sehnsucht, mit Kindheit, hängt aber auch zusammen mit Hass, mit Intoleranz, mit Ausgrenzung von anderen. Alles das steckt im Begriff Heimat als Gefühl drin. Heimat ist die Summe wahnsinnig vieler Gefühle, Erinnerungen, einer ganz großen Memoria
Und erst wenn sie politisch wird und wenn sie für eine Gemeinschaft ersonnen wird, dann kriegt sie eine Richtung, wo man dann ganz gern drauf vergisst, dass Heimat die Hölle sein kann. Aber natürlich auch der Himmel ist auch schön. Die, die eine schöne Heimat haben, die es daheim schön haben, wünschen wir doch jedem. Aber Heimat kann auch die Hölle sein. Und das müssen wir auch immer dazu denken. Also Heimat ist eine Utopie, die, wenn sie nicht politisch vereinnahmt wird und politisch gesteuert wird, ist sie etwas, das in jedem von uns steckt und wo jeder von uns damit lernen muss, umzugehen. Ich bilde mir ein, dass ich deswegen diese Bücher schreibe, um aufzuzeigen, wie wissenschaftshistorisch und kostümhistorisch sich diese Begriffe und Bilder im Kopf zu den Begriffen herausgebildet haben. Das heißt, man sagt es den Leuten. Ich habe als Forscherin die Chance, dem nachzugehen, was ja nicht jeder Mensch hat. Und dann schreibe ich das. Und danach müssen sie selber wissen, was sie damit tun. Ob sie ein Dirndl anlegen und über ihre Nachbarn, die Ausländer sind, schimpfen. Ob sie marodierend durch die Gassen ziehen und Leuten verbieten, Dirndl anzuziehen. Oder ob sie Dirndl und Tracht anlegen, auf ein Volksfest gehen oder auch mal von mir aus zu sonst einer Veranstaltung und was Gescheites sagen. Letztlich immer mit der Absicht zu zeigen, Heimat und alles, was dazugehört, ist am schönsten und ideal aufgehoben in einer parlamentarischen Demokratie. Das heißt, wir können Heimat eigentlich nicht unpolitisch denken. Denn sobald wir anfangen, Heimat unpolitisch zu denken, dann kommen wir in irgendwelche Idyllen rein, die sich dann von alleine vergaloppieren, irgendwohin. Nein, Heimat ist etwas, das am schönsten und am freiesten ist, wenn es im Rahmen einer parlamentarischen Demokratie ausgeübt wird, weil man dann die Wahlfreiheit hat, Chinesisch zu essen, Griechisch zu essen, Italienisch zu essen, Tracht anzuziehen oder einen Trussardi-Anzug anzuziehen, was immer da einen in den Kopf kommt. Frau Dr. Wallnöfer, danke für das Gespräch. Eine Produktion von MENA Watch, dem unabhängigen Nahost-Think-Tank. Auf unserer Website finden Sie täglich aktuelle Informationen und Analysen. Besuchen Sie uns.